Yes, sir, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin Waschkeks für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn ich habe wieder einen Aus- und Vorbei-Sneaker für euch. Mir fällt gerade auf, das ist das erste Unboxing-Video, was ich mache dieses Jahr. Das letzte Mal war ein Fashion-Pack-Opening, wer hätte das gedacht für dieses Jahr? Und ich zeige euch heute einen Aus- und Vorbei-Sneaker, der eigentlich schon letztes Jahr an der Reihe war. Ich glaube, der eine oder andere weiß jetzt, um was für ein Schuh es sich handelt. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter und würde sagen, let's go! Ja, Leute, den Schuh, den ich euch jetzt zeige, ihr wisst Bescheid. Ich kann es selber kaum erwarten, diesen Schuh jetzt endlich auszupacken. Der ist nämlich immer noch Deadstock, Leute. Ich habe mir nämlich einen Sneaker diese Woche gegönnt und der hätte eigentlich schon letztes Jahr kommen sollen. Es hat nicht geklappt. Anyway, im Endeffekt habe ich ein bisschen länger gewartet. Jetzt habe ich den Sneaker doch. Ihr wisst alle, um welchen Sneaker es sich handelt. Um einen Nike SB. Was könnte da wohl für ein Sneaker drin sein, Leute? Was könnte da wohl für ein Sneaker drin sein? Richtig, wir haben hier eine Rechnung. Oh ja, Leute. Ey, es ist nicht normal, Leute. Es ist nicht normal, was hier drin ist. Der ein oder andere weiß hoffentlich Bescheid. Oder wusste Bescheid, dass hier der Sean Cleaver drin ist, Leute. Ich habe euch gesagt, dass ich den mir holen wollte. Das habe ich euch... In irgendeinem Video habe ich euch das gesagt. Ich glaube, wo der relativ neu war, also bevor der noch rausgekommen ist, habe ich darüber schon erzählt. Ja, und habe ihn leider nicht gekriegt. So ist es. Jetzt ist der Schuh über Umwege doch noch hat doch noch seinen Weg gefunden. Warte, was mache ich denn hier? Ich bin schon total nervös, weil dieser Schuh mich total aus der Fassung bringt. Nehmen wir den rechten Sneaker und wir reden kurz drüber, Leute. Wir haben hier also einen brutal heftigen Sneaker. Leute, ich habe euch in meinem Top 5 Video, habe ich euch den Strange Love gezeigt, der auf Platz 2 war, den Ben & Jerry's, der auf Platz 1 war. Ich muss den erstmal sacken lassen, aber ich glaube, der wäre auch auf jeden Fall so auf... Da oben in den Top 3 wäre er auf jeden Fall noch mit reingepurzelt. Ich bin gespannt, da ich mir diese Bombe jetzt gekauft habe, ob der das noch in die Sneaker... um meine Lieblingssneaker dieses Jahr noch passt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine absolute Macht. Das brauche ich keinem da draußen zu erzählen, was Sean Cleaver da auf die Beine gestellt hat. Nur mal noch mal kurz zur Info. Diejenigen, die nicht wissen, wer Sean Cleaver ist. Sean Cleaver, der macht Skateboard-Decks unter anderem. Hat er auch, wie ihr seht, anhand des Strange Love, wie er hier auch schon in meiner Box ist, kreiert er auch manchmal ganz krasse Nike-Sneaker. Und unter anderem hat er den Strange Love gemacht und unter anderem hat er auch den hier gemacht. Leute, komplett das Gegenteil von dem Strangelove in Babyblau gehalten. Was ist das für ein brutaler Sneaker? Ich komme jetzt ganz kurz auf die Details. Und zwar haben wir hier einen überwiegenden Eis-Babyblauen Sneaker aus Wildleder. Leute, aus Wildleder. Fühlt sich unnormal brutal schön an. So schön weich. Und wenn wir auch bei weich sind, dann fassen wir hier drin auch das ganze Innenleben an. Das ist so aus einem Samt-Velour ist das. Der fühlt sich so brutal weich an. Die Zunge... Die dicke, fette Zunge. Ich kann es kaum erwarten, diesen Sneaker anzuziehen. Leute, ich freue mich mega drauf. Dann sehen wir hier draußen ein sehr auffälliges Swoosh-Zeichen, was komplett in Gold gehalten ist. Und wenn ihr so seht, verläuft das hinten in die Ferse rein, wo Nike steht. Und dann geht es halt wieder ins andere Swoosh-Zeichen mit rein. Was, ey, das sind schon wieder so kranke Details, die ich schon total abfeiere wieder und total Hammer finde. Dann haben wir auch noch ein paar Gold-Applikationen. Das sehen wir an den Stitches hier drin, die einmal komplett außen und also hier komplett einmal da so... drumherum verlaufen und dann finden wir hier auch noch ganz goldene Pünktchen in der Sohle wieder. Leute, was ist das für eine Sohle? Guckt euch bitte diese Sohle an. Das ist kein Spaß mehr. Diese Sohle ist einfach kein Spaß mehr. Eine transparente Sohle, wo überall so eine Art Lametta drin ist oder was da auch immer drin ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, man sieht, dass dieser Schuh sehr weihnachtlich gehalten worden ist. Das sieht man, ey, was ist das für eine geile Sohle? Sag mal, was ist das, ey? Ich feiere diesen Schuh mega ab. Und da wir jetzt auch noch so bei Spielereien und Details sind, kommen wir nochmal zu einem lustigen Detail hier, dass wir krass goldene Laces haben und dann auch nochmal schön weiße Laces für den einen oder anderen, der sagt, okay, Silber oder Gold ist mir too much. Der kann halt auch noch in weiße Laces wechseln.
Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, Silber ist cool. Das passt so mit diesem ganzen Eisbabyblau. Ich meine, ich mag es auffällig. Ich würde auch die goldenen Laces reinmachen, aber die silbernen ballern schon ganz gut. Ich denke, ich werde die silbernen noch drin lassen, die dann halt auch noch so glitzern. Also wie gesagt, alles so für einen Tannenbaum gehaltene Sachen sind hier so halt drin. Ich meine, so, das erinnert mich so halt so richtig an einen Weihnachtsbaum. Hätte ich diesen Schuh tatsächlich zur Weihnachtszeit gehabt, hätte ich mir diesen Schuh in meinen Weihnachtsbaum reingehangen, auf jeden Fall. Okay. Wir kommen weiter zu den Einlegesohlen da drinnen. Die sind auch voller Details, Leute. Voller Details. Ich werde die hier auch mal einblenden. Da seht ihr nämlich auf den einen ganz viele Schneeflocken drauf. Wenn ich die Sohle mal wieder rausbekommen würde, das ist so ein Akt immer bei diesen Dingern, die rauszukriegen. Und ich lasse die jetzt einfach mal drinnen. Ich weiß ja, wie der aussieht. Da sehen wir jetzt hier so... Ey, es ist immer so eine Fummelarbeit. Ich krieg die da immer nicht raus. Auf der einen Sohle sehen wir auf jeden Fall nur Schneeflocken. Und dann einmal Sean Cleaver in der Kollabo mit Nike SB. Und auf dem anderen Sneaker, das ist so das Hauptaugenmerk, was da drin abgeht. Hier werde ich die jetzt auf jeden Fall rausholen. Ich muss die da jetzt rausholen. Ist immer so mit ein bisschen Arbeit verbunden. Kriege Flashbacks. So, ich habe schon. Und zwar seht ihr die hier. Guckt euch mal bitte, was das hier ist. Ne? Sag mal bitte, da sind so ganz, ganz viele kleine Elfen drauf, die da sitzen und... Ja, Geschenke einpacken. Ich finde es halt richtig lustig. Man gucke sich auch da die kleine Puppe ganz rechts an mit einem Pferdegesicht. Finde ich schön. Das sind so Elfen, die packen Spielzeug zusammen. Hier ist nochmal der Strange Love Bear auch noch drauf. Finde ich so ganz cool. Also voller Details steckt dieser Sneaker. Und jeder da draußen, der weiß, dass das ein richtig brutaler Sneaker ist. Und mein Kollege hat mir einen Preis versprochen. Das muss ich mir mal zugute halten. Und zwar hat Evo Supply versucht, mir diesen Sneaker zu klären. Im Endeffekt hat er mir den Sneaker auch geklärt. Das muss man, also absolute Ehrenaktion, Evo Supply, da beziehe ich meine Sneaker her. Könnt ihr gerne auf Instagram abchecken, Leute. Ihr werdet nicht enttäuscht, ich arbeite schon mega lange mit ihm zusammen und hole mir da immer wieder den ein oder anderen kranken Baba-Sneaker. Und er hat mir diesen Schuh versprochen und er hat sein Versprochen gehalten. Und die lustige Geschichte, er hat gesagt, er hat mir einen Preis für den Schuh genannt. Und ja, obwohl 3-4 Wochen vergangen sind und der Schuh auch preislich gestiegen ist, hat er mir trotzdem den Schuh über jemand anders geklärt, hat daran nichts verdient und hat mir den Schuh dann, also auf Ehrenmann, einfach verkauft. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Der hat den Schuh, also er hat ein Mann ein Wort und das fand ich halt ganz gut. Der hätte auch noch sagen können, okay, ich kann ihn nicht liefern, du willst ihn haben. Ich kenne aber jemanden, der den noch zu so und so Konditionen anbietet und hätte noch mal so was draufschlagen können. Das finde ich... Rudi, ich küsse dein Auge. Ich danke dir vielmals für diesen krassen Sneaker. Danke, dass du es möglich gemacht hast und mir den Schuh dann doch noch im Endeffekt gebracht hast. Lustiges Detail sehe ich auch noch ganz gerade. Hier vorne seht ihr diese Stitches hier drin. Guck mal, was das widerspiegelt. Da seht ihr, dass das so eine Schneeflocke symbolisieren soll. Und das finde ich halt auch schon wieder mega lustig. Deswegen, Leute, dieser Sneaker steckt voller Überraschungen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich den habe. Ich freue mich mega, dass ich diesen kranken Sneaker hier habe. Wie ich den anziehen werde, Leute, ich trage den meistens, also ich habe überwiegend Amiri-Jeanshosen und ja, da trage ich den halt. Meistens sind die ein bisschen enger, sind jetzt nicht so super skinny, aber liegen schon eng an. Jeder, der eine Amiri-Jeanshose hat, der weiß, was eine Amiri-Jeanshose kann. Und die fitten auf jeden Fall auch zu jedem Sneaker. Und gerade mal fitten die auch richtig brutal zu Nike SBs. Und ja, ich werde euch mal hier ein Video oder mal ein Foto einblenden, dann könnt ihr das mal sehen. Auf jeden Fall ein brutaler Sneaker, den man gut kombinieren kann, den man gut für den Alltag benutzen kann, den man immer anziehen kann. Ein krasser Sneaker, Leute. Das war meine neueste Errungenschaft, die ich mir gegönnt habe, Leute. Nebenbei, ihr wisst Bescheid, für diejenigen, die jetzt neu einschalten, ich möchte gerne ein Gewinnspiel machen, Leute. Und zwar ab 600 Abonnenten. Ich habe 3 Paar Zebras und ich brauche definitiv nicht 3 Paare Zebra. 3 Paare Zebras. Und deswegen möchte ich gerne einen Zebra verlosen. Leute, macht die 600 Abonnenten voll, teilt dieses Video und dann könnt ihr die Möglichkeit haben, einen Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra zu bekommen, der noch Deadstock hier im Adidas-Karton liegt. Und dann verlose ich den. Ja, Leute, macht ein bisschen Welle. Ab 600 Abonnenten kriegt ihr einen Adidas Zebra in einer US 12. Was ihr damit macht, der eine oder andere würde den bestimmt verkaufen, weil er noch tatsächlich 300 Euro bringt.
oder der andere, der keinen bekommen hat, hat endlich ein Zebra for free. Überlegt euch das, Leute, macht ein bisschen Welle, teilt dieses Video. Ich würde mich mega freuen, haut es in eure Insta-Story oder verlinkt alles hier und schickt es in irgendwelche WhatsApp-Gruppen. Macht ein bisschen Werbung, helft mir ein bisschen, supportet mich ein bisschen. Ich würde mich mega freuen, Leute. Doch bis dahin würde ich sagen, stay tuned, bleibt und fliegt, passt auf euch auf. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Haut da rein, macht's gut, euer Baschkeks. Peace.